Hallo und willkommen zu Sound Insight. In der letzten Folge habe ich gezeigt, wie ich mit dem Volume Shaper von Cable Guys etwas Bewegung in ein Pad reinbringe. Heute werde ich die Sounds etwas zerhacken. Zuerst das Beispiel. Zunächst einmal haben wir die Melodie, die gar nicht so viel macht. Als nächstes kommt ein Sound aus dem Omnisphere. Und bei dem habe ich einen Volume Shaper. Alleine klingt der Sound so. Und dann gibt es noch drei Synth-Sounds, die auf diese Gruppe hier geroutet werden. Und die Gruppe hat auch ein paar Plugins, die ich erstmal ausschalte. Genauso wie die Synth-Effekte. Und wir hören die Sounds mal einzeln an. Alle diese Sounds werden auf die Gruppe Volume Shaper geschickt. Und als erstes ist auch der Volume Shaper wirklich drauf. In dem Fall ist das noch Version 4. Mit Version 5 gucken wir gleich, ob wir da noch was anderes hinkriegen. Und wie wir sehen können, wird der ganze Sound nicht nur zerhackt, sondern auch noch sehr lebendig, weil die ganze Kurve hier auch noch automatisiert wird. Das sehen wir hier unten. Wenn ich jetzt das so laufen lasse, schön, aber etwas langweilig. Und ich kann nochmal diese Daten hier kurz löschen. Wird schon deutlich. Noch deutlicher und schöner wird es aber, wenn diese Automation noch dazu kommt. Um das Ganze noch etwas knackiger zu machen, kommt noch ein Kompressor hinzu. Und damit das Ganze nicht ganz so trocken ist, kommt noch ein Delay dazu und ein Hall. Ja, wir müssen erstmal. So. Bei dem Omnisphere Sound, da bleibt alles gleich. Da ändert sich gar nichts. Thank you.
kann natürlich mal gucken, wie das klingt, wenn ich den auf die Gruppe schicke und hier den Volume Shaper ausschalte. Das ist mir eindeutig zu hallig. Und jetzt gibt es seit kurzem den Volume Shaper 5 und der hat ein paar Besonderheiten, den schmeiße ich jetzt mal raus. Der Volume Shaper 5 sieht erstmal genauso aus. Ich nehme mir den gleichen Rhythmus wie vorhin. Das war der hier. Und jetzt kann ich mir ein paar Kurven abspeichern und gleich mit den MIDI-Tasten triggern. Und wir nehmen uns mal direkt eine andere Form. Gucken, wie die hier klingt. Crazy, vielleicht können wir einfach die hier nehmen und das doppelte Tempo reinballern. Der weg. Na. Und das speichern wir hier ab. Und jetzt erzeuge ich mir eine MIDI-Spur, nehme als Ziel den Volume Shaper . Das klappt noch nicht, da ist irgendwas schief gelaufen . Ah, so, den hier brauche ich . Ja, jetzt klappt das. Und jetzt könnte man hier natürlich noch irgendwas drauflegen. Dann nehmen wir nochmal ein Ducking. Hier. Legen das hier drauf. Mal gucken, wie es jetzt klingt. Ziemlich coole Sache. Viel Spaß damit und bis zum nächsten Mal.